Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya und herzlich willkommen ein weiteres Mal zurück zu Stranded Deep. Ich habe seit der letzten Aufnahme, ja, ein bisschen was, nicht viel, ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt 8 Fischingsbiere, 8-mal Krudesbiere. Ich habe noch eine weitere Kuvava-Frucht hier. Ich habe jetzt hier 3 Pflanzen angebaut. Ich habe die 3 Fässer hier aus dem Wasser hierher geholt. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt. Ich habe hier auch andere Sachen wieder ein bisschen mehr zusammenbekommen. Wir haben ein paar Stöcker. Ich habe hier schon mal die Foundation soweit fertig gemacht. Habe die Wände schon mal ein bisschen weiter gezogen. Und habe hier nochmal eine Schlange, eine Tote, 6 Krabben. Das Wildschwein, das hat man sowieso schon dann hier Fleisch vorbereitet. Das heißt, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben alles gut. Und ich will in dieser Folge jetzt versuchen, mit dem Bauen soweit fertig zu werden, dass wir alles bauen, was wir bauen wollten. Dieses Gebäude hier wird nicht so schön, wie ich es eigentlich hätte haben wollen, denn wir müssen in der Mitte ein Loch machen, ein Loch lassen, weil leider ist das Bau, das Hausbau, der Hausbauaspekt des Spiels noch nicht so weit vorangeschritten, dass ich jetzt hinkriege, bei einem Haus mit einer ungeraden Wandanzahl das Dach komplett dicht zu machen. Aber das werden wir gleich sehen, dazu kommen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal die letzten 2 Wände fertig. Wartet, nicht verwirren lassen. Wir brauchen einen Hammer. Da habe ich jetzt auch mittlerweile 5 Stück. Wir werden wahrscheinlich nicht mal einen komplett brauchen, aber was soll's. Was soll's, wir nehmen. Und es kommt schon wieder ein Sturm. Das ist natürlich richtig geil schon wieder. Ich freue mich. Oh, ich hoffe, ihr freut euch auch. Gratulation, Gratulation. Was ist das? Nicht umfallen. Gratulation. Wir brauchen jetzt mal eine Wood Half Wall. Denn die will ich gerne hier haben. Warum muss jetzt schon wieder ein Sturm kommen, ey? Mein Gott! Ein Arches. Oh! Das ist wieder... Ey, das ist... Ich weiß nicht, das ist die Gnade Gottes oder wahrscheinlich der Zorn Gottes. Ich kann es euch nicht so direkt sagen. Okay, das ist doch vernünftig. Dann haben wir die Wände... auf jeden Fall schon mal fertig. Es wird doch keine L-Form, weil auch dafür ist das Dach, was man bauen kann, nicht geeignet. Man kann um eine Innenecke kein Dach bauen. Es geht nicht, weil es die Innenecke nicht gibt. Man kann das ja nicht komplett zumachen. Deswegen wird es jetzt leider nur ein Kasten. Aber ist ja, ne, wie gesagt, ist ja noch Alpha 0.38. Das kann ja alles noch kommen. Damit werden wir jetzt erstmal klarkommen müssen. Und dann können wir im Prinzip anfangen. Das Roof zu machen. Wood Roof Corner. Geil, davon brauchen wir 4 Stück, würde ich mal sagen. Ja. No. Job. Oh Mann, ey. Der scheiß Blitz. Ich hoffe, das ist nur ein kurzes Gewitter. Ich hoffe, das ist nur ein kurzes Gewitter. So, hätten wir schon mal die Ecken. Das ist ja schon mal etwas. Ich bin gespannt, ob da der Regen hier dann nicht mehr durchkommt. Der kommt hier trotzdem noch durch. Okay. Also wir hätten uns das Dach eigentlich auch komplett sparen können. Aber egal. Sieht doch zumindest nach was aus. Haben wir es zumindest mal gesehen. Haben wir es zumindest mal gesehen. Scheiß drauf. Nee, das tropft hier trotzdem durch. Scheiße. Das ist scheiße. Ja. Das sieht richtig aus, erstmal für den Moment. Oh yes. Jetzt wieder keine Stimme. Oh, ich hoffe, ich habe genug, um alles zu bauen, was wir bauen müssen, bauen wollen, keine Ahnung. Ich glaube, die Tür lassen wir komplett weg, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob man... Im Prinzip, wir brauchen ja keine Tür, weil es ist ja keiner hier, der da einbrechen kann. Ah. Dich auch noch? Ja. Und dann machen wir gleich noch die die Schmiede, doch, den Brennofen, Schmiede, aber was weiß ich,
ihr wisst, was ich meine. Den, ja, ich weiß nicht, mache ich auch den Wood Plankmacher? Ich glaube doch, der gehört eigentlich auch dazu. Den werden wir, denke ich, auch bauen. Hallo? Das sieht besser aus. Und zwei noch und dann haben wir es. Wie geil ist denn das? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt haben wir da ein Loch. Und na, kann ich euch das noch zeigen, wieso ich das nicht dicht machen kann? Eine Möglichkeit an sich wäre ein Wood Floor. Den kann man ja oben drauf bauen, aber den kann ich bei dem Dach, beim Dach kann ich den leider nicht bauen. Ich kann den nur, ja quasi, weiß ich nicht, auf der Wandhöhe ein über den Foundations. Ich kann den aber nicht, wenn ich nur das Dach als Halterung habe, dann kann ich den nicht bauen, leider Gottes. Das ist natürlich ein bisschen traurig und die andere Alternative wäre das Wood Roof Cap. Das ist quasi eine Kappe, die kann ich da bauen, habe ich aber getestet. Ich kann nur, wenn ich eine baue, kann ich dann nämlich noch eine bauen, weil dann sind die sich irgendwie im Weg. Ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber es ist nun mal so und eine bauen bringt uns auch nichts, dann haben wir trotzdem ein Loch, deswegen lassen wir einfach dieses Doppelloch da so stehen, wie es ist. Brauche ich jetzt noch einen Hammer? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche keinen Hammer mehr. Ich habe überlegt, ob ich hier vielleicht noch so eine Art Steg mache. Und das überlege ich gerade immer noch. Wir lassen es erstmal. Ich muss erstmal gucken, wie viel Holz ich jetzt anderweitig noch benötige. Ne, warte, den Hammer behalten wir mal. Denn ich würde eigentlich ganz gerne so eine kleine Raumeinteilung oder sowas vielleicht machen. Würde ich das gerne machen? Naja gut, Raumeinteilung will ich es jetzt nicht nennen, aber wir machen einfach mal zwei Wände, damit die Tarps hier ein bisschen weniger werden. So, die eine Kuwawa da, die ist fertig. Geht's uns eigentlich gut? Das sieht sehr gut aus. Wir haben es auch noch, oh, wir haben es sogar noch früh. Wir haben es sogar noch sehr früh. Und jetzt können wir hier die Tarp-Wall machen. Die ich gerade leider so gar nicht sehen kann. Da muss man nicht mal was bauen. Die geht von ganz alleine. Da sieht man sie jetzt. Da sieht man sie wieder nicht. Okay. Jetzt haben wir hier beispielsweise zwei so eine komischen blauen Wände gemacht. Hier will ich was anderes machen. Deswegen mache ich hier keine Wände. Aber die lassen wir jetzt einfach mal so. Das hat man hier eine kleine Abgrenzung drin. Ist doch schön. Und jetzt müssen halt im Prinzip langsam, das Gewitter ist vorbei, das ist gut. Langsam aber sicher die vermaledeiten Kisten rein. Aber ja, jetzt habe ich gerade wieder schon wieder noch was anderes. Jetzt habe ich. Oh nee, das ist. Hook. Den Hook hätte ich gerne. Und den Hook möchte ich hier dran bauen. Da vielleicht. Denn der Hook, der Haken, der macht auch einen Sinn. Ich habe noch eine weitere Lampe gefunden, das ist sehr schön. An diesen Hook kann man nämlich seine Laternen dranhängen, beziehungsweise kann man da auch, wenn man sie denn bauen würde, Fackeln ranmachen. Die muss man natürlich, die brennen natürlich nicht unendlich wie die Lampen. Deswegen, wir machen da jetzt mal eine Laterne an, dann haben wir nachts hier drin auch ein bisschen Licht. Das ist schon mal soweit sehr schön. Und ich glaube, bevor ein paar Stücker sind das auf jeden Fall noch. Das sind auf jeden Fall noch ein paar. Ich muss hier mal eben Platz machen, denn hier will ich den Schmiedeofen haben. Ich habe getestet, der sieht überall anders. Der passt einfach nicht, das sieht scheiße aus, deswegen der muss hier hin. Dann mache ich mal kurz Platz, das. Wieso ist mein Inventar denn so voll? Wo können wir denn die Palmenwedel hinschmeißen? Ich weiß nicht, wir haben keinen Platz für Palmenwedel. Naja, gut. Sehr schön. Das hier sieht aus wie ein guter Palmwedelplatz. Die werden wir ja mit der Zeit dann wahrscheinlich hoffentlich auch verbrauchen. Und das sieht jetzt halbwegs in Ordnung aus. Was haben wir jetzt für den
gebraucht. Was haben wir gebraucht für den Furnace? Zweimal Lashing, dreimal Stock. Ist easy. Lashings haben wir tatsächlich auch ein paar mittlerweile. Zwei Lashing, dreimal Stick. Und dann Leben haben. Ich glaube, 24 habe ich jetzt in der Tat. Eins. Oh. Ja, geil. Ich glaube, 24 waren das. Furnace, geil. Dann bauen wir den jetzt auf. Nicht, dass wir einen Gebrauch... Ach doch, ich wollte ja die Flasche machen. Die Flasche wollte ich ja machen. Weil hier ist der mehr oder weniger geradeste Boden, den ich hier so weit finden konnte. So, jetzt haben wir da den Furnace. Wie geil ist denn das? Schön an den Stein, das passt auch. Und mit dem können wir noch nichts machen, denn um etwas mit dem zu machen, braucht man auch die Brick Station. Dafür brauchen wir nochmal drei Planken. One, two, three. Dann bauen wir die nämlich auch noch, weil um Bricks zu machen, braucht man beides. Man kann das nicht nur mit dem Furnace machen. Brick Station, die kommt dann daneben. Das ist eigentlich ein nicer Scheiß. Ich denke, das sieht ganz gut aus, oder? Ich denke, das... Oh, ja, doch. Und dann würde ich gerne den Hobo-Grill... Ich würde trotzdem gerne einen bauen, einfach nur um ihn zu besitzen. Vielleicht hier daneben. Das könnte vielleicht noch gut aussehen. Der ist jetzt aber nicht so wichtig. Wir machen einfach mal, damit wir ein bisschen Platz haben. Wir machen mal diese Clay-Scheiße, die machen wir mal weg. Ne, gut. Ach so, ja, und ich will ja dann sowieso... Ich will ja sowieso die Flasche haben. Ich will gucken, ob die mehr als drei Wasser fassen kann. Och Mensch, jetzt heul doch nicht rum, Schweinepeter. Und jetzt können wir einfach, zack. Zack. Wir haben leider keinen Inventarplatz. Doch, jetzt geht's. Habe ich vier gebraucht? Was? Habe ich vier gebraucht? Was habe ich für einen Brick gebraucht? Vier? Nee, ich hab doch... Jetzt sagt er mir, ich stehe nicht vor dem Furnace. Wie... Bist denn du bescheuert? Ach so, ich habe nur ein Leben. Ich habe gerade auf die Dinger... Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. So, und die können wir jetzt hier irgendwie auch quasi lagern. Keine Ahnung. Die schmeißen wir da nämlich einfach mal mit so zu. Wie ein Geschenk, schön verschnürt, schön verpackt. Zack, das ist doch sauber. Dann kriegen wir zumindest diese ganze kleine Scheiße da oben weg. Dann machen wir uns jetzt erstmal die andere Flasche. Die andere Flasche, würde ich sagen. Oh, los, Alter, ich muss sie auch noch loswerden. Was brauche ich für die Flasche? Ach, dazu brauche ich das Pure. Dazu brauche ich das Pure und dann nochmal ein Lashing. Das Pure und ein Lashing. Clay Water Bottle. Oh, ich glaube, das sieht größer aus als unser anderer. Ich glaube, das sieht bei Weitem größer aus. Ups. Oh, nein. Das war's schon wieder. Mhm. Und dann entsorgen wir nochmal die anderen vier. Jetzt nochmal. Wird's dunkel? Ja, nee, dunkel würde ich sie jetzt nicht nennen. Das halt. Habe ich eine ungerade Clay-Anzahl? Ach so, weil ich für die nur drei gebraucht habe, glaube ich. Exactly. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Da müssen wir den einen halt hier lassen. Den einen Clay. Ja, das fügt sich da gut ein. Sorry, das muss gut aussehen. So. Und dann haben wir da jetzt Bricks. Wie geil ist denn das? Empty Clay Water Bottle. So, wie viel geht hier rein? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier gehen 5. Oh, seht ihr? Die ist größer.
3 Surfings, 5 Surfings. A water bottle molded out of clay. Empty clay. Das ist gar nicht empty. Bist du doof oder was? So, wir brauchen natürlich nicht beide. Das heißt, die Water Skin, die können wir jetzt eigentlich hier sonst wo lassen. Was müssen wir? So, den Grill. Den Grill. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Einfach nur, um ihn zu besitzen? Ich würde ihn einfach nur besitzen, um ihn zum Fenster rauszuwerfen. Ich würde sagen, ich versuche erstmal die Kisten da jetzt unterzubringen. Und da werden wir dann auch den Label Maker benutzen. Wir stellen die erstmal alle hier rein. Es müssen schon alle 6... Ich könnte auch einfach versuchen, die durch die Dachluke zu werfen. Ich könnte auch einfach... Ja, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hoffentlich finde ich auch einen schönen Platz. Ich wollte mir eigentlich den Schlafsack noch bauen. Aber der braucht schon ordentlich Materialien natürlich. Deswegen bin ich mir da auch wieder nicht so sicher. Oh, sorry. Also, wenn man will, ich könnte die Kiste jetzt so weit werfen, dass sie aus unserem Blickfeld verschwindet. Die Kisten sind nämlich anscheinend gar nicht so schwer, wie man denken würde. Okay. So, das waren die 6. Damit sieht das schon mal gut aus. Label Maker. So. Dann stelle ich dich einfach mal hier in diese Ecke vielleicht. Ich kann die auch übereinander stellen. Ich könnte auch noch was ganz anderes machen. Ah. Nee, ist aber auch scheiße. Das passt nicht so richtig gut. Ich glaube, ich mache das vielleicht mal so, dass ich versuche, die übereinander zu stapeln, weil jetzt einfach auf dem Boden 6 vereinzelte Kisten. 6 vereinzelte Kisten. Sieht wahrscheinlich auch ein bisschen blöd aus. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Wood Quaid. Das mit Mobiliar, also die normalen Stockmöbel, die will ich nicht. Die sind einfach scheiße. So, was, weißt du, ein Stuhl, der aus 10 Stöckern besteht. Ich glaube nicht, dass das angenehm für den Hintern ist. Und für Planken habe ich einfach nicht genug Planken. Werden wir uns auch nicht machen können, weil ich habe dann doch gesehen, wenn wir uns die Plankstation machen, um eine Planke zu machen, braucht man für eine Planke braucht man einen kompletten Trunk. Das heißt, wir kriegen aus dem Baum hier 4 Planken raus. Aus dem da 4 oder 3. Aus dem da, glaube ich, 4. Ja, man immer halt so einen kompletten Trunk. Dafür muss man Axt, da hat man einen Axtverbrauch. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel und deswegen lasse ich das komplett bleiben. Wir werden hier plankenmäßig leider nichts mehr toll bauen können werden. Komm schon, du das noch dahin. Ja. Aber nein, da. Da muss man. Irgendwo müssen wir nochmal eine draufstellen. Können wir doch 3 übereinander machen? Oder machen wir hier einfach nochmal die übereinander? Das sieht scheiße aus. Ja, das ist gut. Dann machen wir das nämlich so. Dann machen wir 3 Haufen quasi. Mann, wieso wollt ihr denn nicht so, wie ich will? Wie kann man es einem Menschen nur so schwer machen? So, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt gucken, was wir genau alles haben und was wir genau alles wollen. Was will ich hier draußen nicht rumliegen haben? Wir haben es 18.41 Uhr. Ich glaube, um 21 Uhr können wir schlafen gehen. Dann wird es wieder hell. Ich will auf jeden Fall die ganzen Beans in den Kisten haben. Och, Mann, Alter, du gehst mir auf und sagst, pack doch die 2 scheiß Kisten hier jetzt mal hin. Das gibt's doch gar nicht. So, erstmal die Beans. Es könnten sogar eventuell zu viele sein. So, das ist schon mal gut. Habe ich noch einen Platz? Ne, einen Platz habe ich. 3, perfekt. 3 Sticks, das ist perfekt. Das heißt, die kriegen wir komplett in einer Kiste unter. Eine könnten wir sogar noch nehmen. Und die Beans, würde ich sagen, das hier ist jetzt der Vorratsraum. Hier kommen die Beans hin. Die Beans kommen hier oben rein. Das ist gut, das ist gut. Okay, also hier sind Beans drin. Wir nehmen den Label Maker.
Wir drücken Linksklick und labeln die Wood Crate auf Beans. So, hier die Hand wieder unterm Waschlappen verstecken. Und was mir dann aufgefallen ist, was ich richtig geil finde, da steht jetzt nicht mehr Wood Crate, da steht jetzt Beans drauf. Wie geil ist denn das? Also wir können alles benennen mit dem Label Maker, ja? Ich könnte auch beispielsweise hier das Wood Window anders nennen, die Wood Foundation, die Lantern. Also ich kann jedes Item, was wir irgendwie haben, kann ich umbenennen. Nur bei dem Crate ist es richtig geil, da steht halt der Name drauf, dem ich der Kiste gegeben habe. Das finde ich richtig nice. Das könnte ich hier auch machen. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie Zündmaterial, Zündstoff. Ich habe keine Ahnung, ich benenne das einfach nicht um. Was will ich denn noch loswerden? Vitamine habe ich. Antibiotika. Wie stapel... Die stapeln auch nur viermal. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen traurig. Wie kann man das denn dann nennen? Wie kann man denn das denn dann nennen? Antibiotics und Vitamine. Antivita. Ich würde sagen, Antivita, das ist ein sehr schöner Name. Kann ich hier auch... Geht kein Minus? What the fuck? Geht ein Unterstrich? Geht auch nicht. Oh, fuck you. Antivita. So, Beans und Antivita. Sieht komisch aus, aber passt so. Geil. Alter, ich bin so zufrieden. Kann ich jetzt langsam mal schlafen gehen? Wir können langsam schlafen gehen. Essen. Fehlen uns zwei. Braucht ihr hier was? Oh, naja, ihr braucht auch bald. Ich habe hier zum Glück noch vier Kuckunathalften. Oh. Oh. Das macht uns jetzt immer Licht. Das muss man nicht irgendwie anzünden oder so. Das brennt einfach immer. Wieso habe ich gekotzt? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Können die schlecht werden? Können Kokosnusshälften schlecht werden? Was? Hä? Was war denn das? Also hier, es ist zumindest alles voll. Wir sind gesund. Wir haben einfach mal gebrochen. Sorry. Das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt leid. Schliepen. Schliepen. Geil! Oh, ich habe sogar zweimal Duct Tape. Ah, zweimal Flare Gun. Hier geht's richtig ab. Wie sieht jetzt schon wieder aus? Wasser. Immer Wasser. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns ein Fleisch rein, weil wir haben ja genug. Ha, wir haben genug Fleisch. Und wir haben sogar 11-mal Bohnen. Das heißt, das sind auf jeden Fall 11 komplette Tage, wo wir allein nur durch Bohnen überleben können. Oh, lecker. Oh, ist das geil. Ist das geil. So, wie sieht's hier jetzt aus? Hier haben wir Bohnen. Hier haben wir Antivitas. Dann haben wir noch vier Kisten. Das heißt, wir können noch mehr unterkriegen. Wir müssen ja auch noch mehr unterkriegen. Wir müssen jetzt langsam aufräumen. Unsere Stadt, unsere Insel muss gut aussehen. Wir haben die Bandagen. Die können natürlich zusammen mit den Morphinen. Kann ich hier auch nur vierfach stapeln? Scheiße, ey. Das ist aber eigentlich auch egal. Das ist eigentlich auch egal, ich brauche nämlich nur vier Bandagen für die Truhe. Und da können jetzt noch die Morphine zu. Denn die anderen Bandagen, die werden wir eh bald gleich demnächst verbrauchen müssen. Naja, was heißt verbrauchen? Was heißt verbrauchen müssen? Verbrauchen müssen ist ein merkwürdiger Begriff. Schnauze bitte. War es schon wieder so lange? Das kam mir schon wieder vor wie 5 Minuten, ey. Stecken auch. Mann, die stecken. Ihr könnt ruhig mal viel höher stecken. Wie nennt man das denn? Das ist jetzt für äußerlich. Das ist jetzt für Bruch und Bandagen gegen Blutungen. Wie bezeichnet man das denn korrekterweise? Da fällt mir jetzt gerade gar kein Begriff für ein. Broken. Blatt.
Gebrochenes Blut, das passt. Da können wir was mit anfangen. Das kann man gar nicht lesen. Broken Blood. Na, mach mit, das ist immer so kacke, dass das immer angeht. Haha, geil. Jetzt haben wir bei Nacht gar nicht geguckt, wie unsere Lampe da schön geleuchtet hat. Was können wir noch wegmachen? Das Leder und den Clove, das gehört auch zusammen. Ah, Leder ist... Ach, Clove habe ich aber nur 4. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt gleich missbrauchen will. Um einen Schlafsack zu machen. Ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob ich überhaupt einen Schlafsack haben will. Ja, zur Bandage, da passt das eigentlich wieder schon wieder gut zu. Stoff, oh. Was ist Englisch für Stoff? Also, ne, so für Stoffe. Also ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. Gewebe. Stoff. Ja, scheiß drauf. Wir nennen es einfach Stoff. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist von nun an die Stoffkiste. Und dann haben wir immer noch 2 Kisten. Ich meine, gut, wir müssen noch ein bisschen die Hämmer, ob wir die jetzt da die ganze Zeit rumstehen lassen wollen, ist auch so eine Frage. Ach so, die Refined Pick. Die können wir jetzt vielleicht hier hinten hinpacken, auch wenn das hiermit eigentlich nichts zu tun hat. Die Pick, das ist ja nur zum Clay-Abbau. Aber wir packen die mal hier hin. Geil. Das ist geil. Aloe Vera, ne, weiß ich nicht. Die Planken. Die Airtings könnte man noch unterbringen. Die Lashings weiß ich nicht. Die Airtings. Die da 1, 2, 3, 4, 1. Ah, sieh mal einer an, mein Freundchen. Da weiß ich aber definitiv keinen Namen für. Man könnte es auch ganz anders machen. Ich mache in das eine nur die Tabs rein. Ich hätte die anderen 2 jetzt sonst weggeschmissen. So, zack. Ach so, der andere. Genau, hier oben haben wir doch auch noch Zeug. Duct Tape und jetzt Kompass oder Flare Gun. Die Flare Gun in die Kiste. Ja, warum nicht? So, das ist geil. Dann packen wir das da rein, dann haben wir die Kisten alle gefüllt. Weil ich finde es jetzt sinnlos, da irgendwie Palmenwedel oder... ne, wisst ihr? Dann haben wir das nämlich fertig. Tarp. Das ist die heilige Tarp-Kiste. Und was ist hier drin? Okay. Dann ist das... wertvoll. Hier sind die teuren Sachen drin. Die seltenen, die guten Sachen. Airtank, Duct Tape, Flare Gun, auch wenn die Flare Gun kein Mensch braucht. Hier haben wir die Tarpsen. Hier haben wir jetzt so eine Scheiße. Hier haben wir so eine Scheiße. Hier haben wir dieses. Dort haben wir jenes. Geil. Dann brauche ich dich jetzt erstmal nicht mehr. Und jetzt, wo wir das schon mal so weit haben, würde ich sagen... Wartet. Das sieht irgendwie geil aus, ne? Das sieht irgendwie geil aus, ey. Wenn man sich hier so hinstellt. An dieser Stelle beende ich die Folge. In der nächsten Folge werden wir noch die restlichen Baudinger machen. Wir machen die Plankstation. Wir machen noch 1, 2 kleine Sachen am Haus. Vielleicht ein Regal oder sowas, dass wir noch ein paar Sachen da drauflegen können. Das werden wir aber sehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das muss ich ein bisschen spontan entscheiden. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wir haben das Haus endlich fertig. Soweit es die Alpha-Version für uns erstmal zulässt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.